Herr Zeuge, wir hatten gestern zuletzt von dem Manifest gesprochen. Diese Schrift, die dazu bestimmt war, die Dienststellen auf ihre Pflichten hinzuweisen, ihre Anordnungen nun auch auszuführen und um die Widerstände, die dort vorhanden waren, zu beseitigen. Nun haben Sie selbst Äußerungen gemacht, die mit Ihren Richtlinien schwer vereinbar sind, wie es den Anschein hat. Ich lege Ihnen hier das Dokument R124 vor. Das ist eine Sitzung der zentralen Planung vom 1.3.44. Dort haben Sie bezüglich der Werbung gesagt, man müsste einmal Shanghaien, wie das früher Mode gewesen wäre, um die Arbeiter zu bekommen. Sie haben gesagt, ich bin dann sogar den Weg gegangen, mir einen Agentenstab von Franzosen und Französinnen, wie es früher in Shanghai gab, zu besorgen, heranzubändigen. Gefunden. Es handelt sich, wie ich sehe, um einen Bericht oder ein Protokoll der zentralen Planung vom Frühjahr 1944. Es war mir in diesem Jahr sehr schwer geworden. 67. It was deposited on the table under USA 223. You said therein what follows. First, I was a convinced National Socialist towards 1921 and adhered 100% to the program of Adolf Hitler. I was actively working in that sense during the period from 1921 until the assumption of power in 1933, I made about 500 speeches, the sense and contents of which representing the National Socialist outlook. It was for me a particular satisfaction to have elevated the Gau of Thuringia to a predominant position and especially as regards its National Socialist aspirations. There was no doubt in my mind, and I never questioned commands by Hitler, and until the clash came, I obeyed his orders blindly. I am confirming that my signature is appended to this document. I am asking the High Tribunal that I may be permitted to, that I may be told how the, that I may tell how the signature came about. This document was presented to me at this proceeding. I asked that in my cell at Oberursel,
I might read and study this document and to decide whether I could actually... And he told me that if I hesitated too long... ...that I would be given to the Russian authorities. Then... ...toutes les mesures de politique étrangère de Hitler et vous n'y avez pas collaboré. Vous souvenez-vous de la déclaration que vous avez faite le 4 septembre 1945 à deux officiers de l'armée américaine? Cette déclaration porte et le constitue le document 3057 PS. Il a été déposé au tribunal sous le numéro USA 223. Vous y avez dit ce qui suit. Premièrement, je fus un national-socialiste convaincu dès 1921 et adhérais 100% au programme d'Adolf Hitler. J'ai travaillé activement en ce sens et fis durant la période qui va de 1921 jusqu'à la prise du pouvoir en 1933 environ 500 discours dont le sens et le contenu représentaient le point de vue national-socialiste. Ce fut pour moi une satisfaction particulière d'avoir élevé le Gau de Thuringe à une situation prédominante quant à son attitude et à son idéologie nationale-socialiste. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit, car je n'ai jamais discuté le commandement d'Hitler jusqu'au moment de l'effondrement, mais ai obéi aveuglément à ses ordres. Deux. Going a little bit too fast. This has been read, Mr. Herzog. I don't think you need read all of it. Alors je vous demande, accusé Sauckel, si vous confirmez les déclarations que vous avez faites sous serment, volontairement et sans contrainte, le 4 septembre 1945, et qui sont en contradiction avec les déclarations que vous m'avez faites hier et que vous venez de me faire. Bestätige, dass unter diesem Dokument meine Unterschrift steht. Ich bitte das Gericht, aussagen zu dürfen, wie diese Unterschrift zustande gekommen ist. Dieses Dokument wurde mir fertig vorgelegt bei dieser Vernehmung. Ich habe daraufhin gebeten, in meiner Zelle in Oberursel dieses Dokument durchlesen und überlegen unter Hinzuziehung eines Offiziers, von dem mir gesagt wurde, dass er zur russischen oder polnischen Armee gehörte.